Hallöchen, Freunde, und Irgendwo willkommen. 200 Meter. 200 Meter ist eine gute Reichweite. Geh noch ein Stück zurück. Ja, hier, hallo? Genau 200 Meter. Genau 200 Meter dann. Wenn es über Funk auch funktionieren würde, das wäre genial, wenn du quasi hier eine Funkantenne hast und dann über weitere Strecken funken kannst. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ja, Ding ist ja, machst du eine Funkantenne an, bist du die anderen gleich, wo du bist. Ne? Richtig. Da diese Station, oder was wir haben hier, ja jetzt schon bekannt ist bei einigen, die uns nicht so gut gesonnen sind. Nur der eine, der immer wieder ankommt hier. Oh. Warum überlegen wir, weil ich hier eigentlich doch umziehen? Ne? Ja, kann man. Aber da würde ich warten, bis das Ding quasi flugfähig ist und dann alles zusammenpacken und umziehen. Irgendwo ein bisschen dichter am Wasser oder so, ne? Jupp. Ins Wasser. Da hinten habe ich, das ist Moment, ich muss das mal anschalten. Genau, und da sind 41 Kilometer weg, da ist ein Teich. Aber da ist auch eine Base von Neuling. Aber ich weiß nicht, ob der das vielleicht war. Ich habe den nicht gesehen. Wir sind dann nur hingeflogen. Und da war dann so eine kleine Bau. Ja, neuer halt, ne? Was bestimmt auch gut ist, ist der Weltraum, weil da hast du ja ab und zu komplette Eisasteroiden. Ich letztens auch einen gefunden, ja, aber nicht in diesem Spiel. Ja. Auch gewundert, wie kompletter Asteroid aus Eis. Ja, aber ich denke mal, wenn wir mit der mobilen Basis im Weltraum unterwegs sind, da findet uns eigentlich so schnell dann niemand mehr. So, aber ich muss Sachen holen. Wir könnten dieses kleine Schiffchen hier auch umbauen als Mobilbasis oder so. Wie, das, was ich baue oder das, was hier vorne steht? Ja, und dann docken wir mit den Großen an. Nee, den Großen meine ich da. Jo, ja, kann man durchaus machen. Wenn wir uns dann doch mal finden, dann ballern wir uns nieder, ne? Gerade mal eine Waffe drauf. Ja, ein bisschen Restrisiko ist ja immer. So, das. Blum. Wir haben noch keine Gyros. Gyros. Achso, da brauche ich erst wieder Gedöns. So. Ja, ich denke, 3 Stück sollten genügen. Entnehmen von einem Computer. Da brauchen wir gleich mal ein paar. So. Und dann können wir uns um die Hydrogentriebwerke dann langsamer kümmern. Hallo, 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 hallo. Was ist hier los? So, die Batterien laden freudig vor sich hin. Die erste ist voll, die zweite ist voll. Naja, dachte ich, so ziemlich halb voll. Also 2, 4, 5 Batterien haben wir. Okay. 3-mal Gyros. Wir brauchen Parachute Heads. Die würde ich dann hier mittig anbringen. Ist das oben? Ja. Hä? Stahlplatten. Ja, ist ja gut. Zack.
So, hier und hier, damit wir auf jeden Fall wieder safe landen können. Weil runter kommen sie alle. Das macht die Schwerkraft dann. So, jetzt zack, klein, einfach mal 8 Stück. Klack, klack. So. Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich der Nachteil. Warte mal. Dann baue ich hier mal eben kleine Förderleitung mit rein. Die ich jetzt natürlich nicht bauen kann. Okay. Warte mal, dann baue ich zumindest mal nach hinten. Ah ne, da brauche ich ja dann auch mehr. Mehr. Okay, warte. Kommando zurück. Alt löschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. So. Oh. Produziere. Produktion. Ach so. So. Wieso braucht ihr so viele Stahlplatten? Na egal. So, weil dann müssen wir nämlich Förderleitung hier, Förderleitung hier, Förderleitung hier, Förderleitung hier. Nach unten hätte ich dann sowieso, oder machen wir gleich große, anstatt hier lauter Kleinkram. Große nach unten. Klasse, geht nur da hinten. Und dann sind das ja 6, 7, 8. Acht Stück so. Hier vorne dann die Bohrköpfe. Und hier noch und hier. Upsi. Hier noch so. Es wird wieder hell, glaube ich. So, 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 so. Gut, dann brauchen wir jetzt die hier. Dafür brauchen wir Stahlplatten. Okay, dann hole ich jetzt erstmal Stahlplatten und dann setzen wir hier erstmal die Rohlinge an. So. So, zack. Zack, zack, zack. 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 So viel nach oben brauchen wir, glaube ich, dann gar nicht. Gott sei Dank viele. Und da muss ich ja auch noch die normalen Ionentriebwerke, möchte ich ja dann noch mit dran basteln. Ja, obwohl, es ist halt wieder so eine Energiefrage. Ne? Ich bin halt dann eher so der Typ, der sagt, gut, dann verzichten wir auf Ionen und nehmen lieber hier Wasserstoff. So, hier einfach nur nach dort und nach dort und nach vorne weggerichtet. So. Wie fahren wir denn jetzt nach hinten? 1, 2, 3, 4. Ja, soll ja reichen, ne? Dann jetzt quasi hier noch so. Klack. Klack. Klack und klack.
So. Und hinten dann noch die großen. Sollte reichen. Bam, 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 bam. Zack und zack. Auf geht's. Ich hänge. Bin ich gleich wieder da. Jo. In Eis vom Berg. Ausgezeichnet. Eis vom Berg. Das gute Gletschereis. So, und wenn dann große Triebwerke noch nach unten gehen, das sollte als Auftrieb auf jeden Fall, sollte das genügen. Oh, da kommt was runter. Schau ich gleich mal hin. Aber erst nochmal hier, zack. Ein paar schweißerische Tätigkeiten. Schweißtreiben quasi. Achso, ist das weit genug? Ja. Das war schon. So, halt tanken vorher. Sonst wird das nichts. Wieder falsch abgewogen. Junge, Junge, Alter, muss ich auch nicht lang. So, haben wir schnell reingesetzt. So. Dann werden wir erstmal ballistischerweise dahin düsen. Ja, Freunde, und deshalb baue ich eigentlich auch immer ganz gerne versteckt. Aha, damit man mich nicht findet. Aber wie gesagt, das war in den ersten Folgen, war ich da selber auch zu dämlich. Ich hätte einfach die Koordinaten nicht zeigen dürfen. War mir eine Lehre, wird so nicht mehr passieren. Werde zukünftig auch gucken, dass ich nichts mehr irgendwie mit Koordinaten sehe, damit alles gut ist. Juhu! Weil auf den Mist hier, dass Leute einfach hier Sachen raiden, da kann, glaube ich, jeder drauf verzichten. Das ist einfach nur scheiße. So, wo muss ich hin? Startbasis. So, zack. Na, einmal müssen wir noch nachschieben. Njong. Aber dass diese Safe Zone so viel Energie frisst, ist krass. Das ist krass. So, und abbremsen. So, einmal bitte danke. Was mache ich damit? Eins. Mal gucken, ich konsumiere das jetzt mal. Geht es mir jetzt deswegen irgendwie besser oder bin ich jetzt schneller? Mal gucken. Ob ich schneller wie 10 Meter die Sekunde bin? Nee. Okay. Dann weiß der Geier, was das bringt. Vielleicht bringen sie ja echt irgendwann mal hier so survival-technisch Dings mit rein. Na sag schon, Essen, Trinken. Triebwerke, Wasserstofftriebwerk, klein. Gibt's hier mit Mods, gibt's das ja schon, dass du aus, ich glaube, Erde, also den ganz normalen Stein oder so,
was zu essen zusammenbasteln kannst, ne? Über irgendeinen Extraktor. Deshalb würde mich nicht wundern, wenn es das irgendwann hier mit implementieren würden. Bin eh gespannt, was das nächste Patch mit sich bringt. So, der ist auch total überflüssig hier. Miep, miep. Oh. Bumm. Ja, Freunde, was sagt ihr denn so zu dem, was bis jetzt gebaut wurde? Also, ich finde es nicht schlecht. Ich glaube, die Jungs, die kann man hier ganz gut alleine vor sich hinwerken lassen. Da keine Probleme. So, zack, zack, zack. So, ich muss das Ding natürlich dann auch noch mit ein bisschen Eis befüllen. Und was ich nicht unterschätzen darf, ist die Frachtcontainergröße. Also so allgemein. Ich glaube, der Multiplikator für die Frachtcontainer und so weiter liegt bei 3, wenn ich mich nicht täusche. Deshalb, ja, hoffen wir, dass 2 große Tanks dafür genügen, dass wir bis in den Weltraum kommen. Oh, schon wieder alle. Upsa. Was haben wir noch? Hier oben haben wir noch. Und falls wir nicht bis in den Weltraum kommen, dann haben wir immer noch Fallschirme, die uns zumindest sicher auf die Erde zurückbringen. Dass wir dann wieder Eis tanken können oder Hydrogen nachproduzieren können. Das ist alles halb so wild dann. So, hier oben könnte man natürlich auch noch zumindest Gegenschubdüsen mit anbringen. Weil da haben wir ja nur die beiden bis jetzt. 4 haben wir bis jetzt. Okay, na 4 Stück sollten ja eigentlich reichen. So, hallo? Guten Tag. Aha. Den brauchen wir noch. Den, den und den. Voll cool mit den automatischen Türen, das gefällt mir echt. Riecht das hier nach Essen? Okay, wenn es hier nach Essen riecht, heißt das, ich bin nicht mehr alleine. Aha. So, dann haben wir hier alles. Dann Bohre. Ist mein Jetpack an? Nee. Bohrer. Bohrer. 1, 2, 3. 3 Stück sollten ja auch erstmal genügen, finde ich. Die haben einen kleinen Anschluss hinten dran, ne? Jawohl. 1, 2. Und dann kann man hier in der Mitte auch noch einen mit dran bauen. Und dann sind wir theoretisch fast schon fertig für den Weltraumflug. Wie gesagt, fast. Ich muss jetzt hier erst nochmal gucken, ob vielleicht ein ganz klein bisschen Eis da ist. Eis? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. 1300. Ah, hier, guck mal, 10.000. So, wenn ich das hier reinpacke. Uiuiui. Ja, grüß Gott. Warum geht das nicht? Achso, weil wahrscheinlich nur der eine funktioniert, ne?
Jetzt brauchen wir ein Cockpit. Nehmen wir das Industrielle. Wie sieht denn das Kampfschiff? Nee, Kampfschiff nicht, ne? Da schaut die Nase zu weit raus. Kein Kampfschiff. Das Industrielle vielleicht. Ja, das ist okay. Dann kann ich die Triebwerke zumindest mal ausmachen. Ach so, es mangelt ja an Computern, ne? Ja. So, warte, ich pack das hier mal da rein. Alle Komponenten, sehr schön. So, zack. Blub, Bedienfeld. Hydrogen. Warum? Small. Auch nicht. Klein. Gucke hier. Zack. Unter Vorschiff. Wie nennt man's? H2TRW. Aus. So, ein großes Triebwerk. Da werde ich wahrscheinlich jetzt richtig dick Probleme kriegen. Oder auch nicht. Ein Auswurf. Da werde ich jetzt richtig dick Probleme kriegen. Oder auch nicht. Pass auf, wir brauchen nee. Wo ist denn das Zeug? Ah, hier. Nicht der Sammler, der Auswurf und der Verbinder. Bauen wir das erst noch mit dran. Computer. Computer, 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 Computer. Bau Computer. So. Warte, machen wir auf einer Seite nämlich hier den Auswurf. Auf einer Seite hier den Verbinder. Am besten hier nach vorne. Nach unten. Ich glaube, hier vorne wäre mit am besten. Ohne dass ich mir das Ding wegbrutzel mit dem Triebwerk. Müsste eigentlich, hoffe ich, genügend Platz sein. Und Kollege Auswurf. Kollege Auswurf, mache ich, wo mache ich? Nee, da bringt das nichts. Naja, hier oben ist, glaube ich, war das ein Hund? Ist, glaube ich, am sinnigsten. So. Nee, war, glaube ich, kein Hund, okay. So, jetzt schauen wir halt mal, ob wir noch zwei große Triebwerke da irgendwie reinklatschen können. Oder zumindest mal eines. Damit wir abheben können. Ja, jawohl. Der zweite. Der passt natürlich nicht, okay. Achso, lass mich raten, das komplette Eis ist jetzt schon verarbeitet. Hey, achso, warte mal. Nee, das geht nicht. Das muss ich mir anderweitig holen. Oh. Kein Grund, einfach so. Bitte? Okay, ich verstehe den Zusammenhang nicht, drum alles gut. Oh nein, habe ich jetzt das letzte Eis von hier geklaut? Oh oh. Oh 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 oh.
Eis. Eis. Und. Hier, da war das drin. Oh oh. Okay, warte. Eis. Nein, nein, nein. Das mit 10.000? Auch nicht. Warum? Station 5 Container, kein Anschluss. Oh. Okay. Station 5 Container, kein Anschluss. Der hat einen Anschluss. Container, nein. Ach du meine Güte, den jetzt finden, ne? Warte, 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 warte. Ach, warte. Ja, hier. Nein, hier kriege ich auch kein Eis. Verdammt. Ich habe es geschafft. Ich habe unser Eis gedingst. Manu, du? Ah, schön. Warte. Wenn ich den hier reinlege, zieht sich. Jawohl. Huh. Das heißt, ich kann hier wieder tanken. Oh, Gott sei Dank. So, ich packe da nochmal 2000 Eis rein. Keine Ahnung, wie lange das vorhält. Werden wir dann sehen. Bis jetzt haben wir noch kein Stück 2%. Okay, möchte ich behaupten. Ich brauche einfach große Triebwerke. Das hilft nichts, Freunde. Gerade überlegt, ob ich es vielleicht sein lasse, aber das wird so nichts. Achso, warte mal kurz. Bedienfeld. Wasserstofftriebwerk aus. So, und jetzt brauchen wir hier unten noch ein Füßchen. Ja, Füßchen. Upsa. So, so. Nochmal ein. Und dann Fuß dran. Hoffe, das genügt. Dass ich den da vorne dann wegflexen kann. Fuß, 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 Fuß. Blub. Ich bin mal wieder blind. Da ist er doch. Fuß. Zack. Zack. So, genau. Der ist jetzt tiefer als das Triebwerk. Bum, 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 bum. So. Theoretisch könnte ich die Verbindung trennen. Theoretisch. Aber. Ach, die Batterien sind schon voll. Okay, warte mal. Dann brauchen wir jetzt Ionentriebwerk klein. So, mal gucken, was ich damit noch auf die Beine stellen kann. Ja, Triebwerkkomponenten gibt es dann drüben. Jetzt will ich erstmal gucken, wie ich das am besten und schlauesten mache. So, kleine Ionentriebwerke. Kann ich die hier unten auf die Bohrer setzen? Nein. Dann müsste ich die hier hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2. Upsa. Hui. Drei, vier. So, dann nach oben. Dann natürlich nach hinten. 1, 2. 3, 4. Achso,
Wir brauchen natürlich auch noch welche, die nach unten gehen. Aber das kann man ja dann hier theoretisch so. Zack. Zack. Oh, Entschuldigung. 3, 4, so. Gehe ich mal ganz kurz tanken. Ja, Freunde, heute ist mal wieder Schluss. Wir haben ja einiges gelernt wieder in der letzten Zeit. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.